Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, der Callcenter-Crasher. Heute wieder Anrufe von Firmen, die ich schon mehrfach verarbeitet hatte, die aber immer noch keine Ruhe geben. Also bekommen sie wieder kein Geld von mir, sondern sorgen unfreiwillig für Videos auf meinem kleinen Kanal. Zum Schluss gibt es noch eine Art Anruf, von denen ich leider viel zu wenig Anrufe bekomme. Nun hört euch den Spaß an und sicherlich wisst ihr es schon. Nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, da spreche ich jetzt Rochobi. Bitte, ich habe es nicht so verstanden. Also spreche ich jetzt Rochobi? Wie? Ich verstehe den Namen nicht, den Sie sagen. Also spreche mit Herrn Klaus Trophobie. Trophobie heißt das. Also Trophobie. Okay, tut mir leid. Ja. Also bin korrekt, okay. Ja. Also mein Name ist Valentin Becker. Ich rufe Sie von der Handelsroboter Bitcoin Bank, die sich gerade registriert haben. Bitcoin Bank? Genau. Mhm. Und ich wollte mal fragen, ob Sie irgendwelche Fragen haben, Herr Trophobie? Ja, natürlich, aber so ganz genau ist mir noch nicht klar, wie das alles funktioniert bei Ihnen. Okay, dann ich kann auch kurz erklären. Also, ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung am Finanzmarkt haben, Herr Trophobie? Ja, habe ich schon etwas. Okay, also haben Sie selber gehandelt bis jetzt, oder? Ja. Okay, also es handelt sich um einen vollautomatischen Handelsroboter. Also es handelt automatisch am Finanzmarkt und wir haben auch einen Finanzberater, der mehr als 10 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt hat. Also die Finanzberater. Sie sind sehr abgehackt. Können Sie bitte langsam und deutlich sprechen? Ich verstehe Sie kaum. Okay, tut mir leid, also unsere Internetverbindung ist heute leider sehr schlecht. Ach, Sie rufen über das Internet an? Genau, also wir nutzen ein Internettelefon. Und von wo aus rufen Sie jetzt an? Österreich. Österreich, Also sind Sie eine österreichische Firma? Also wir haben europaweit Sitze. Unser Hauptsitz ist in Belgien. In Belgien? Also sind... Genau. Hauptsitz ist dann Ihr... Okay, gut, weiß ich Bescheid. Belgien. Okay, dann erzähl Sie mal weiter. Okay, also es handelt sich um vollautomatisierte Handelsroboter. Also in diesem Fall normalerweise brauchen Sie auch keine Erfahrung und Erkenntnis am Finanzmarkt. Aber natürlich, wenn Sie das allein machen möchten, dann können Sie auch allein handeln. Falls Sie nicht allein handeln möchten, wir haben auch Kunden betreut, die mehr als 10 Jahre Erfahrung im Finanzmarkt hat. Also die werden die Handelsroboter für Sie steuern. Kunden, die einen Finanzroboter für mich steuern? Genau, also der Finanzberater. Also ja, Sie haben gerade gesagt, Kunden, die für meinen Finanzroboter also für mich steuern. Kundenbetreuer. Ach, Kundenbetreuer. Also Kundenbetreuer, habe ich gemeint, genau. Weil die Kundenbetreuer und Finanzberater, für uns ist das Gleiche, weil manche Kunden verstehen nicht, wenn man Finanzberater sagen. Ja, aber Sie haben ja nur leider Kunden gesagt und nicht Kundenberater. Okay, also kann sein, wegen der Verbindung, ich habe gehört. Nein, das war klar zu verstehen. Sie haben nur Kunden gesagt. Wir haben Kunden, die für ihren Finanzroboter-Ding da einstellen. Okay, also der Kundenberater wird den Handelsroboter für Sie steuern. Okay, gut. Okay, also wie gesagt, in diesem Fall, dann brauchen Sie auch keine Erfahrung, man kennt dieser Finanzmarkt. Also unsere Finanzberater sind auch sehr flexibel. Naja. Gut. Wie klingt das für Sie? Ja gut, aber erstmal weiß ich ja noch gar nichts über Ihre Firma. Sie haben ja nur gesagt, wie es funktioniert. Wie kann ich denn bei Ihnen Geld verdienen? Mit was kann ich denn handeln? Okay, also wir handeln mit alles Mögliche am Finanzmarkt. Mit alles Mögliche? Genau, also Aktien, Rohstoffen, verschiedene Währungen, Krypto. Ja, okay, gut. Also Aktien wäre ich interessiert dran. Kann ich bei Ihnen Aktien kaufen? Natürlich. Okay, gut. Dann habe ich beim Aktienkauf, ist Ihre Firma da erfahren? Ja, also wie gesagt, den Kundenberater haben mehr als 10 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt. Die wissen mehr über den Finanzmarkt. Ich hatte die Seite, ich habe den Rechner zwischendurch mal ausgemacht.
Welches war jetzt Ihre Firma nochmal, dass ich da nochmal auf die Webseite gucke? Also firstinvestcapital.com, Bitte? also die Willkommens-E-Mail müssen Sie schon bekommen haben Nee, ich habe für ja einen unsere Rechner gerade Firma. ausgemacht. Deswegen frage ich ja jetzt nach. Nennen Sie mir doch bitte mal Ihre Webseite, dann kann ich da direkt drauf gucken. Okay, also first-investcapital.com. First-investcapital.com. Investcapital.com. Genau. First-investcapital.com. Genau. Und Okay, wie gut. gesagt, die Zugangsdaten müssten schon per E-Mail erhalten haben. Ja, das mag durchaus sein, ja. Damit ich So. einlegen kann. Gut, okay, dann schauen wir doch mal weiter. So. Und Ihre Firma in Belgien, ist das eine erfahrene Firma? Ja, Wie seit 5, 6 Jahren schon, fast 6 Jahren. Sie sind seit 5, 6 Jahren schon am Markt? Genau. Ah ja, okay. Sehr schön. Gut. Also ich kann bei Ihrer Firma auch Aktien kaufen. Genau. Also wie Okay. gesagt, wir handeln, weil wenn Sie sich einloggen, Sie können auch, zum Beispiel wenn Sie auf dem Handel klicken, dann werden Sie auch alle sehen, was wir mit handeln. Gut. Mit was kann ich bei Ihnen einsteigen? In welchen Geldsummen und wie kann ich die transferieren? Also, weil da Ihr Konto noch nicht aktiviert ist, Sie können die Einzahlungen auch über das Portemonnaie noch nicht tätigen. Also, dann brauchen wir 250 € zu investieren. Dann werden wir Ihr Konto aktivieren. Und also in diesem Fall werden wir auch Ihnen auch per E-Mail eine sichere Zahlungslink senden, Nee, ich damit Sie möchte, erst. also wenn das über Ihre Portal nicht geht, dann hätte ich gerne eine IBAN, dass ich es überweisen kann. Natürlich kann ich machen. Kein Problem. Gut, dann können Sie mir schon mal die IBAN schicken. Okay, dann bekommen Sie es gleich. Maximum bis noch 5 Minuten. So. Ja. Ich wollte mal die E-Mail vorbereiten. Ich bin gleich soweit. Dauert noch kurz. Ja. Vielleicht dauert noch kurz. Was dauert daran so lange? Also dann müsste ich dann von unserer Finanzabteilung die Verwendungszweck abwarten. Ja gut, ich brauche ja erstmal, brauche ich ja nur die IBAN. Und Verwendungszweck ist doch normalerweise immer der Name. Also wir haben Verwendungszweck in Ziffern, deswegen. Ja, aber ein Name ist doch viel, viel einwandfreier. Unverwechselbar. Verstehe ich, aber das habe ich nicht angestellt. Leider kann ich das nicht ändern. Na gut. Okay, jetzt drauf probiert. Die E-Mail wurde verschickt. Also die E-Mail bekommen Sie von mir, von Valentin Becker. Okay, gut, okay. Dann warten wir mal ab, bis die E-Mail da ist. Ich kriege da sicherlich gleich Nachricht, ob die E-Mail angekommen ist. Gut, so, also Fakt ist, also ich möchte gerne Aktien kaufen und halten. Ihre Firma, wo ist der Sitz Ihrer Firma in Belgien? Also in Brüssel. In Brüssel. Haben Sie die Adresse für mich? Ja, ich schaue mal sofort an. Soll ich jetzt buchstabieren oder? Ja, können Sie gerne sagen, ja. Dauert noch ganz kurz. Okay. Also, sind Sie bereit? Ja. Also, RUE. Ja, Rü. Rü, genau. Dann Della. Buchstabieren Sie bitte. Also, Dora Emil. Ja. Dann
leere Zahl oder Ziffern, oder dann kommt Ludwig Anton. Ja. Dann nochmal leere Zahl. Ja, und weiter? Und dann Cäsar, Heinrich Anton. Ja. Richard, Ida, Theodor, Emil. Also Rue de la Charité, richtig? Genau. Ja, ganz ehrlich, für einen Belgier sprechen Sie sehr schlecht Belgisch. Okay, und welche Nummer? Achso, ich bin kein Belgier. Ah ja, okay. Leider. Und welche, genau. Welche Nummer? 33. Mhm, okay. Und, okay, dann haben wir das. Ja. Gut, prima. Dann habe ich noch eine Frage. Da es ja um Aktien geht, wie arbeitet Ihre Firma mit dem Agio? Können Sie nochmal wiederholen? Mit dem Agio? Ja, genau. Wie arbeitet Ihre Firma mit dem Agio? Also ich bin ganz neu bei dem Thema. Habe ich nicht so viel Ahnung. Können Sie mir jemanden geben, der Ahnung hat? Moment, also wie ich sehe, das Technology Support and Data Protection Services wenn an Twergo needed. Moment, ich frage mal ganz schnell. Was haben Sie gesagt? Agio, oder? Ja, richtig. Hallo, Herr Trofowi, bin ja. Da. Ja. Ich habe alle Kollegen gefragt, die haben keine Ahnung, was genau Agio ist. Oh, und Sie wollen ein Finanzberater sein oder Ihre Kollegen sollen Finanzberater sein, wenn Sie nicht wissen, was ein Agio ist? Also die Finanzberater sind andere Sitz, nicht bei uns. Wir sind nur zuständig, das Konto zu aktivieren mit dem Kunde. Ja gut, wissen Sie dann vielleicht, wie Ihre Firma mit dem FOMO-Syndrom umgeht? Mit FOMO? Ja. Das weiß ich auch nicht. Okay, dann, also Sie sind eine ein Finanzdienstleister. Wo sind Sie denn reguliert als Finanzdienstleister? Also wie gesagt, ich bin nur zuständig, das Konto zu aktivieren mit dem Kunde. Also wissen Sie das auch nicht? Nein. Wie kann ein Mensch bei Ihnen investieren, ohne zu wissen, wo Sie reguliert sind? Ich habe noch sehr viel zu lernen. Ja, ganz viel. Und solange genau. Sie mir keinerlei Antworten auf irgendeine Frage von mir geben, das Wichtigste ist, wo sind Sie reguliert? Das wird jeder Investor wissen wollen. Okay. Also, dann bringen Sie das mal in Frage, weil sonst geht es auch nicht weiter. Okay. Informieren Sie sich mal, wo okay. Sie reguliert sind. Okay, ich frage mal nach, Herr Trofowi. Ja. Okay. Also, ich habe die Kollegin gefragt, hat gesagt, wir sind nicht reguliert, weil die Kryptomarkt ist nicht reguliert. Ja, aber ich möchte doch Aktien handeln. Okay, verstehe ich. Ja. Deswegen muss ich wissen, wo Sie reguliert sind. Also, ich habe schon Ihnen geklärt. Bitte? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, was die Kollegin gesagt hat. Ja, also sind Sie gar nicht reguliert. Weder in Krypto noch in Aktien oder Rohstoffen. Die sind ja auch alle reguliert. Also haben Sie keinerlei Lizenz zu handeln. Ja? Moment.
die Kollegin hat nicht gesagt, einfach sagen sie, ob werden sie weitermachen oder nicht. Ich hätte noch probiert. Ohne Informationen werde ich nicht weitermachen, weil ich habe schon eine ganze Menge Informationen. Was Sie mir bis jetzt alles gesagt haben, ist alles gelogen. Also wie gesagt, ich bin noch neu dabei. Ja, aber trotzdem sind Sie gelogen. Wie alt ist Ihre Webseite, sagten Sie? Also 6 Jahre. Ja, ich habe es gerade überprüft. 34 Tage alt ist Ihre Webseite. 34 okay. Tage. Das muss ich schauen. Ja, ich habe es geschaut. Wo schauen Sie das denn? So, ich habe nirgends geschaut. Ja, eben. Die Webseite ist 34 Tage alt. Am 9. Juni ist diese Webseite erstellt worden. 34 okay. Tage her. Wo sehen Sie das? Im Internet. Kann ich alles überprüfen im Internet. Frei zugänglich kann man das sehen. Okay, ich schau mal auch gleich. Weil wie gesagt, ich bin ganz neu dabei. Ja. Nicht so viel Ahnung. Und der nächste Punkt ist, Sie sind eine Firma aus Belgien, rufen mit einer Nummer aus UK, aus England an. Das ist auch nicht legal. Sie haben keine Lizenz, keine Trading-Lizenz. Sie sind einfach eine Betrüger-Webseite. Möchten Sie okay. mir und meinen Zuschauern dazu etwas sagen? Achso, dann muss ich meinen Job wechseln. Dann muss ich mal nachfragen. Richtig, bleiben. Ganz dringend. Okay, danke für die Information. Wir werden Sie uns sicherlich noch hören. Möchten Sie den YouTube-Zuschauern etwas sagen? Die lachen Sie gerade aus. Können Sie nochmal wiederholen? Ja, möchten Sie den YouTube-Zuschauern etwas sagen? Die lachen Sie nämlich gerade aus, weil Sie so ein dummer Scammer sind. Achso, wie gesagt, ich bin ganz neu dabei, habe ich keine Ahnung. Ja, natürlich. Sie haben keine Ahnung, das ist richtig. Warum machen Sie eine Arbeit, von der Sie keine Ahnung haben? Gute Frage. Ja, genau. Auch dies können Sie nicht beantworten. Sie können gar nichts beantworten. Wissen Sie schon immer Ihren eigenen Namen? Ach nee, der ist ja auch fähig. Och, es wird schwer mit dem Job, ne? Nichts, was Sie sagen, ist irgendwie wahr. Nichts, was Sie sagen, ist irgendwie wahr. Gar nichts. Und nun ist er raus. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen heute, Herr Vorbi? Ja, rufen Sie aus einer Diskothek an? Angela ist am Apparat. Alles gut bei Ihnen, Herr Vorbi? Ja, prinzipiell schon, aber rufen Sie aus einer Diskothek an? Bitte? Sie hören mich kaum, ne? Ich kann Sie nicht verstehen. Ja, ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum, weil Ihre Musik so laut ist. Ja, jetzt kann ich... Die Musik ist aber immer noch laut. Okay, ist das besser jetzt? Nein, die Musik ist immer noch laut. Machen Sie doch einfach mal die Musik aus. Ja, ich kann es nicht einfach... Warum nicht? Ausschalten. Warum nicht? Gucken Sie mal, Frau Klaus. Nee, was soll ich denn gucken? Ich sehe die Musik doch nicht. Musik kann man doch nur hören. Musik kann man doch nur hören. Wie kann ich dann Musik gucken? Kennen Sie diese Musik? Bitte? Kennen Sie diese Musik? Sie spielt im Hintergrund. Nein, aber ich höre sie und sie ist sehr störend. So, jetzt ist sie aus, prima, hervorragend, aber Sie sagen auch nichts mehr. Ja, jetzt ist es besser, jetzt gibt es keine Musik mehr. Gut, okay. Und weswegen rufen Sie jetzt an? Wegen der Anmeldung, die Sie bei uns gemacht haben, Herr. Können Sie mir bitte Ihr echter Name sagen? Phobie. Phobie oder Trophobie? Ja, natürlich. Sie hören immer noch nicht Sie gut. Natürlich. Sie hören immer noch Bitte? Nicht gut. Ja, ich sag ja, Nein, Sie... Nein, ich höre Sie ganz gut, aber Sie geben mir nicht eine richtige Antwort. Ja, was wollen Sie denn noch haben? Können Sie mir Ihr echten Name sagen? Ja, Klaustrophobie ist mein Name. Klaustrophobie?
Richtig. Haben Sie vorbeigehen? Haben Sie Ach, Angst, Sie beleidigen mich die jetzt kleine Platte? Sie beleidigen mich jetzt wegen meinem Namen? Das ist ja ein guter Anfang für eine Nein, auf gar Geschäftsbeziehung. keinen Fall. Das ist also eine Einfach nur ganz, so, ich ganz. komme Ja, hier und Sie reden rein permanent aus dem dazwischen. Gespräch. Bla, 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 bla. So, was wollen Sie Herr Klaus, ich jetzt? war einfach neugierig. Ja, Herr Klaus, gut, das ist ja Ihr also Problem, wenn ich Sie gehe zum neugierig sind. Online-Trading, ne? Das ist ja Ihr Problem, wenn Sie neugierig sind. Ja, deswegen habe ich ihn gefragt. Ja, und ich habe Sie müssen geantwortet. nicht eine Antwort geben. Ja, alles klar, wir sind ganz in Ordnung. Okay, jetzt zu der Thema. Sie haben schon eine Anmeldung bei uns gemacht, ja? Ja, ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. In welche Seiten sind Sie angemeldet? Welche Seite sind Sie? Da ist vielleicht einfacher, das zu sagen. Oder soll ich Ihnen die ganze Liste vorlesen? Ja, ich komme Sie von Alpha Trade. Ah ja, okay. Klaustrophobie. Ja, es reicht, Bei Klaustrophobie zu uns haben Sie sagen. schon. Bitte? Machen Sie doch mal die Musik aus. Ich verstehe Sie gar nicht, Sie verstehen mich nicht. Macht doch keinen Sinn, so zu telefonieren. Ist jetzt in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Ihre Musik ist immer noch zu laut. Okay. Einen kurzen Moment, bitte. Ja, ist es besser? Kaum. Ich höre sie immer noch, die Musik. Wenn es um Geld geht, ist Musik sehr störend. Es wird immer Ja, ich habe lauter. es Es leise wird gemacht. immer lauter. Nein, nein, ich habe es leise gemacht, Nein, es Herr wird immer lauter. Ich Klaustrophobie. höre es doch. Soll ich mitsingen? Sie können das hören. Ja, natürlich. Okay, warten Sie noch einen Augenblick, ich rede gerade. Okay, Herr Klaustrophobie. Heterophobie, ja. Ja, leider ist es nicht in meinen Händen. Die Person, die der Musik spielt, ist nicht hier und deswegen kann ich momentan gar nichts machen. Ja, das ist Trotzdem schade. machen wir das weiter. Nö, machen wir nicht. Nicht solange die Musik Warum nicht? spielt. Weil nicht solange so laute Musik ist. Dabei kann ich mich nicht konzentrieren. Es geht um Geld und da wird Können nicht. Da, es geht um Geld und dabei hört man keine Musik. Ja, wenn es um Geld geht, jemand kann konzentrieren, Herr Klaus. Ja, eben. Warum hören Dann Sie dann werden wir eigentlich jetzt Musik und hinhauen, führen Herr Käppi. Telefonate? Woher kommen Sie, Herr Klaustrophobie? Woher kommen Sie denn überhaupt? Ich komme aus England. Aus England, okay. Ja, genau. Ja, ich Woher komme aus kommen Sie? Deutschland. Aus Deutschland. Ich hab noch nicht diese Nachname gehört, Prophobie. Ach, jetzt fangen Sie wieder an, sich über meinen Namen lustig zu machen. Das ist ein alter lateinischer Name. Ich mach kein Lust. Ich mach kein Lust. Ich will. Das ist ein alter lateinischer Name. Was ist das nochmal? Oh, ja, Sie hören wieder schlecht. Das ist ein alter Ja. lateinischer Name. Ich verstehe. Okay. Und wo leben Sie, Herr? Bitte? Die Musik ist wieder so Sie kommen aus laut. Lituanien? Bitte? Okay, machen wir es so dann. Ich werde Sie nochmal anrufen, wenn die Person, die der Musik spielt, hier ist. Also ich werde Sie nochmal anrufen, okay? Machen wir es so. Okay, so machen wir das. Okay, warten. Okay, nur einen kleinen Moment warten Sie am Apparat. Okay? Na. Okay, Herr Klaustrophobie. Ja. Okay, ich werde Sie später wieder anrufen, okay? Bleiben Sie bitte erreichbar. Ja, ich werde nicht den ganzen Tag hier am Telefon sitzen, ganz bestimmt nicht. Wann rufen Sie an? Sie brauchen nicht im Telefon zu sitzen. Sie brauchen einfach die Hände mitzunehmen. Ich habe kein Handy, es ist ein Festnetzanruf, eine Festnetznummer. Alles klar. Also, Okay, ich ich habe es werde. jetzt gesehen. Wann Entschuldigung, rufen mein Sie denn Fehler. an? Ich glaube gegen halb sieben oder früher. Oder Okay? früher. Das ist ein exakter Termin. Ja, versuchen Sie es einfach. Alles klar, denn ich bedanke mich für Ihre Zeit. Sie sind sehr nett.
Ja, ich weiß. Sie nicht sonderlich. Okay, Herr Klaus Kofferby. Bis dann. Ja, bis dann. Im letzten Anruf dieser Folge geht es mal nicht um Trading-Betrug, sondern um einen Fehler, den viele Callcenter und auch renommierte Firmen immer noch machen: den Anruf ohne Anruferlaubnis. Als Werbetreibender muss ich verifizieren, ob der Angerufene überhaupt einen Anruf haben will. Das wird über das Opt-in gemacht. Entweder erfrage ich die Erlaubnis per E-Mail oder durch einen Anruf, bei dem man im Erstanruf aber kein Verkaufsgespräch führen darf. Will man direkt etwas verkaufen, dann wäre ein Double Opt-in nötig. Dazu hätte man mir per SMS oder Bandansage einen Code durchgeben müssen, den ich dann auf der Webseite des Anrufers eintrage und bestätige. Das ist im folgenden Anruf nicht geschehen, daher war der Anruf illegal und wird auch als Kaltakquise bezeichnet. Nun viel Spaß und danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Video und habt nette Menschen um euch. Euer Callcenter Crusher. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna Hof. Ich spreche mit der Herthrophobie. Ja, ist richtig. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich rufe vom Vergleichsguru an. Es geht um Folgendes: Sie haben sich online bei uns angemeldet für eine kostenlose Immobilienbewertung. Und damit Sie diese Bewertung durchführen können, möchte ich nochmals Ihre Angaben abgleichen. Ja. Sind Sie alleiniger Eigentümer der Immobilie? Ja. Gibt es denn noch weitere Immobilien, die Sie gerne bewerten lassen möchten? Nein. Wie ist denn die Art des Hauses? Ein Einfamilienhaus. Und welche Fläche hat das Grundstück des Hauses? 800 Quadratmeter. Und die Wohnfläche? Oh, müsste ich gucken, das ist ein selbstgebautes Holz Haus. Also ich schätze mal, Wohnfläche insgesamt Muss nicht so 100, genau sein. 130 Quadratmeter. Und wie viele Zimmer hat das Haus ohne Küche und Bad? Sechs. In welchem Jahr wurde das Haus gebaut? Das wurde 1984 gebaut. 1984. Ja. Und welche Ausstattung hat denn die Immobilie? Gibt es eine Terrasse oder einen Balkon? Es gibt eine Terrasse. Eine Garage oder einen Stellplatz? Ja, Garage. Ist das eine Einzelgarage? Nein, das ist eine Doppelgarage. Doppelgarage? Und ist die Immobilie mit einer Solaranlage ausgestattet? Ja, tatsächlich. Okay, super. Und gibt es einen Treppenlift oder einen Aufzug? Nein, es gibt keinen, das ist eingeschossig. Und gibt es eine Einbauküche? Ja. Einen Kamin? Ja. Ist die Immobilie unterkellert? Ja, voll unterkellert. Voll unterkellert. Ja. Und wie sind denn die Fußböden ausgebaut? Ja, Fußbodenheizung. Also gefliest. Gefliest und Fußbodenheizung, ja. Und hat die Immobilie sonst noch welche Besonderheiten, die Sie gerne erwähnen möchten? Naja, Terrasse mit Pool. Ja. Ja, was würden Sie sonst als Besonderheiten nennen? Also ich weiß nicht, wie zum Beispiel eine Werkstatt vielleicht oder Eine Werkstatt? Wintergarten. Ja, gut. Kleinen Wintergarten auf der anderen Seite, ja. Rollläden, elektrische Rollläden wäre vielleicht noch ganz interessant. Ja. Und ansonsten fällt mir tatsächlich auch nichts mehr. Okay. Ich bedanke mich. Wie würden Sie den Qualitätsstandard der Immobilie einschätzen? Einfach normal gehoben oder Luxus? Gehoben, mindestens gehoben, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen höher. Mit Smart, das Haus ist mit Smart Home versehen und Alarmanlage, alles mit drin. Ich habe mir damals sehr viel Mühe gegeben, das zu planen und auch bauen zu lassen.
Das sind ja auch noch weitere Besonderheiten. Ich habe mir das notiert. Und wo liegt Ihre persönliche Preisvorstellung für die Immobilie? Nö, ich habe erstmal noch keine Preisvorstellung. Ich möchte erstmal wissen, was die Immobilie wert ist. Okay, also planen Sie die Immobilie kurzfristig in 1 bis 3 Monaten zu veräußern? Nein. Wenn der Preis dann auch stimmen würde? Nein. In 4 bis 6 Monaten? Das muss man sehen. Man wird ja nicht jünger und manchmal wünsche ich mir eine etwas kleinere Wohnung. Da würde ich vielleicht neu bauen oder etwas Kleineres zu machen. Da können Ihnen die Experten dann auch weiterhelfen. Also wir bieten auch so einen Service an mit Verkauf und Kauf im gleichen Zuge. Ja, aber ich schaue mich erstmal, vielleicht baue ich auch nochmal neu. Das kann ja durchaus auch sein. Was Kleineres. Okay, aber Sie haben eine Verkaufsabsicht. Grundsätzlich schon, aber nicht in den nächsten 4 Monaten oder so. Dann trage ich ein 7 bis 12 Monate. Ja, das ist noch nicht. Erstmal brauche ich eine Werteinschätzung. Dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob und wann ich es verkaufe. Also wenn dann aber alles passen würde, dann würden Sie in dieser Zwischenzeit dann auch veräußern, wenn der Preis nicht so stimmen würde. Ja, wenn der Preis stimmt, natürlich. Okay, super. Und der Verkauf kommt dann auch für Sie über einen Immobilienexperten in Fragen? Das muss ich sehen. Ich weiß ja nicht, wer. Da muss ich den Immobilienexperten dann schon noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Aber wenn Sie dann auch mit den Experten zufrieden sind, also wenn die Konditionen, wenn alles passt. Und dann würden Sie auch über, also mit unseren Experten verkaufen. Ja. Und die Frage ist ja, Sie rufen mich jetzt ja an, ne? Ja. Ja, da frage ich mich, hat irgendjemand diese Telefonnummer verifiziert? Was meinen Sie? Ja. Meinen Sie unsere Firmennummer? Nein, meine Telefonnummer. Sie rufen mich an und wissen gar nicht, ob ich einen Anruf haben will. Deswegen gibt es ein sogenanntes Opt-in. Das heißt, Sie müssen überprüfen, ob ich den Anruf wirklich haben will. Das heißt, es könnte mich ja theoretisch auch mein böser Nachbar eingetragen haben. Das können Sie uns ja telefonisch auch mitteilen. Nee, Sie müssen vorher überprüfen, ob ich diese Nummer einen Anruf haben will. Aber das bekommen Sie auch in unserer Website mit. Das können Sie jetzt nicht mehr mitteilen. Sie haben ja schon angerufen. Sie machen das, bevor Sie mich anrufen. Jetzt ist es zu spät. Sie müssen das. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Ja. Sie müssen diese Verifizierung machen, bevor Sie mich anrufen. Und nicht erst anrufen und dann sagen, Sie bekommen alles auf unserer Webseite. Nein, das Problem ist, Sie haben gar nicht die Anrufgenehmigung, mich anzurufen. Das sogenannte Opt-in. Oder haben Sie das? Haben Sie ein Opt-in? Sie tragen sich ja selber bei unserer Webseite ein. Nee. Und Sie bekommen dort auch mitgeteilt, dass Sie von uns dann kontaktiert werden. Nein. Was ist denn, wenn mein Nachbar mich eingetragen hat, der meine Daten kennt? Dann können Sie uns telefonisch mitteilen und ich will dann einfach Ihre Daten raus. Nein. Der Punkt ist, Sie müssen überprüfen, ob diese Nummer Anrufer haben will. Das heißt, Sie müssen ein Opt-in einholen. Sagt Ihnen das Datenschutzgesetz etwas? Von wo aus rufen Sie denn an? Hamburg. Hamburg, okay. Und Ihre Firma ist? Ja. Vergleichsguru. Vergleichsguru, ja, sehr, sehr schön. Ja. Und Ihre Firma Vergleichsguru schert sich gar nicht um deutsche Gesetze, das Datenschutzgesetz. Ich meine, wenn Sie sich selber eintragen... Haben Sie mich missverstanden? Ich habe mich gar nicht eingetragen. Deswegen müssen Sie ja die Rufnummer verifizieren. Geben Sie mich bitte mal weiter an Ihren Datenschutzbeauftragten. Ja, kann ich gerne machen. Ja. Wiederhören. Nee, hallo. Sie sollen mich weiterleiten an den Datenschutzbeauftragten. Den möchte ich direkt sprechen. Also,
einen Service haben wir nicht, aber ich werde... Sie müssen einen Service haben. Sie müssen in Ihrer Firma einen Datenschutz... Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie müssen einen Datenschutzbeauftragten in Ihrer Firma haben. Sie arbeiten also völlig am Gesetz vorbei? Wir haben natürlich eine Datenschutzabteilung. Ja, ja gut, gut. Dann sagen Sie mir dann mal... Dann kann ich Ihnen die Mail geben, ja? Dann können nein, Sie nein, wenden. Sie müssen mich direkt weiterverbinden. Sie rufen schon illegal an. Sie rufen jetzt schon illegal an. Deswegen möchte ich jetzt mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Wie soll ich jetzt etwas machen, was wir nicht im System haben? Ich meine, wie stellen Sie sich das vor? Ja, Sie müssen es haben. Sie haben keinen Datenschutzbeauftragten. Sie rufen illegal an. Natürlich haben wir einen Datenschutz. Ja, aber trotzdem rufen Sie illegal an. Sie rufen, illegal an. Ich werde das von der Bundesnetzagentur melden, dass Ihre Firma illegal anruft. Okay. Sie, wie sagt mein Freund immer? Sie bekommen eine Strafe. Gut, ich bedanke mich bei Ihnen für das nette Gespräch. Ja. Ja, sehr schön. Sehr nett, ja. Ja, das war sehr nett. Ja, schön. Suchen Sie sich mal einen anderen Job oder suchen Sie sich mal irgendjemanden, der sich damit auskennt.